Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine alte menschliche Erfahrung, dass wir bei den Menschen, die wir als möglicherweise als Gegner betrachten oder bei solchen, die wir nicht leiden können, bei denen fallen uns Eigenschaften auf, die möglicherweise viel mit uns selber zu tun haben. Nur lassen sich natürlich diese fiesen Eigenschaften bei den anderen leichter kritisieren. Diese menschliche Erfahrung und Beobachtung greift Jesus heute auf. Denn es geht keineswegs nur darum, die Pharisäer und Schriftgelehrten zu beschreiben. Wir wissen, dass Jesus mit Pharisäern befreundet ist, dass er sich von ihnen zum Essen einladen lässt. Ja, Lukas schreibt an einer Stelle, dass die Pharisäer ihn warnen vor Verfolgung durch Herodes. Also es geht nicht darum, eine bestimmte Gruppe damals in die Ecke zu stellen, sondern Jesus beobachtet offenbar Ähnliches auch in seinem kleinen, überschaubaren Apostelkreis. Und damit haben wir heute eine schöne Bescherung, weil das ist eine handfeste Kleruskritik, die wir hier hören. Damit aber nicht genug. Wir sind heute, nachdem wir verschiedene Krisen durchlaufen haben und von einer in die andere kommen, hat man den Eindruck, nachdem wir ja gerade die große Bewegung, die jetzt auch bald 50 wird, im nächsten Jahr schon, was wir mit dem Jahr 1968 verbinden, wo alle Vaterschaft, alle Autorität in Frage gestellt wurde, alles unter das Stichwort Paternalismus und Patronage abgerechnet wurde, das muss alles weg. Langsam kommt das auch in der Kirche an. Wir haben ja immer so ein bisschen Verspätung kulturell. Wir verschlafen das immer, wir halten uns dann für modern, wenn wir den vorvorletzten Trend nachmachen. Deshalb kann man heute in vielen offiziellen Stellungnahmen auch mancher Diözesen hören, man hört das auch aus Bischofsmund, dass es Vaterschaft im Neuen Testament ja nicht geben kann, weil wir eben diese Stelle hier haben. Matthäus 23, ihr sollt niemand auf Erden euren Vater nennen. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle ein schlechtes Gewissen. Denn ich nehme an, irgendwann in Ihrem Leben werden die beiden Silben, sowas wie Papa oder sowas oder Vati, mal über Ihre Lippen gekommen sein. Haben Sie sich damit gegen das Evangelium versündigt? Wenn wir auf den Klerus schauen, sind wir natürlich in Deutschland fein raus. Eine Beamtenmentalität, die uns sozusagen genetisch eingeschrieben ist, nennt eben nicht wie unsere französischen Nachbarn die Priester Père oder wie die englischsprachigen Father. Wir machen das nach Dienstgraden, wie sich das gehört. Da gibt es Kapläne, Kooperatoren, Pfarrer und dann noch irgendwie so Sondertitel bis hinauf zum apostolischen Dingenskirchen. Also könnten wir uns rausreden, aha, zumindest die Deutschen setzen doch direkt das Evangelium um. Also hier sind Sie ja in einem Punkt mal korrekt. Liebe Schwestern und Brüder, diese biologische Vaterschaft, also wenn wir Papa sagen oder Vater oder Vati oder wie auch immer, weist uns auf etwas hin, was Jesus hier meint. Und wir können sehr früh nachverfolgen, dass es durchaus eine Diskussion in der Kirche gab und die soll es immer geben. Nicht so, als hätten wir das dann ein für alle Mal erledigt. Denn wir sprechen auch heute noch vom Heiligen Vater, das sagen wir dann in Deutschland auch. Inzwischen sagen wir das wieder gerne. Wir hatten so Zeiten, wo wir das nicht so gerne gesagt haben. Inzwischen ist das ganz innen wieder, wo wir keine Probleme damit haben. Aber auch da gilt ja Matthäus 23. Also was denn jetzt? Eine der frühesten Diskussionen um diese Sache hier, dass es dieses Evangelium hier gibt nach Matthäus, dass Jesus sagt, ihr sollt niemand so nennen, und dass es Christen gibt, besondere Christen, die plötzlich in ihrem ersten Kloster, nämlich in einem Kloster klingt immer so harmlos, was Pachomius da in der ägyptischen Wüste gegründet hat, sind Tausende von Mönchen, das müssen wir uns eher als eine Riesenkaserne vorstellen. Und die sagen zu ihrem Pachomius Appa, das spätere Abbas, Abt. Und natürlich gibt es sofort welche, die das Neue Testament gut kennen und die sagen, hehe. Alter, jetzt aber Schluss hier. Das geht aber nicht. Das hat Jesus verboten. Das dürfen wir nicht sagen.
Und dann versucht man das aber zu begründen, warum das sozusagen aus ihnen herausbricht, aus diesen Mönchen, wenn sie diesem Pachomius zuhören, wenn sie ihn sehen, wenn sie ihn erleben, dass sie ihn Vater nennen. Diese Mönche schreiben nämlich dann denen, die sich da beschwert haben: In ihm wohnt ganz der himmlische Vater, und das ist Christus. Und weil er in ihm wohnt, spricht er aus ihm. Und er bewirkt etwas in uns. Er spricht ein lebendiges Wort. Er spricht das Evangelium. Damit haben wir, liebe Schwestern und Brüder, alle Kennzeichen, alle Kriterien für das, was wir geistliche Vaterschaft nennen. Das geht nicht einfach per Institution. Man kann niemanden zum Vater ernennen mit einer Urkunde. Oder wie wir das heute manchmal machen, wir nennen das ja auch nicht mehr geistliche Vaterschaft, wir nennen das ja heute zeitgemäß geistliche Begleitung. Aber das spricht auch für sich. Der Sinn der Vaterschaft ist zunächst einmal, das wissen wir alle biologisch, Leben zu erzeugen, Leben zu spenden, Leben zu ermöglichen. Und das ist bei der geistlichen Vaterschaft nicht anders. Paulus kann deshalb sagen, als er an Philemon schreibt, dem der Sklave Onesimus weggelaufen ist und sich zu Paulus geflüchtet hat: Ich bin diesem Onesimus, diesem Schlingel, im Gefängnis zum Vater geworden. Also Paulus war nicht so lange in diesem Gefängnis eingesperrt, als hätte ihn da gezeugt und hätte ihn aufgezogen. Was hat er gemacht? Er hat ihm das Leben, das Evangelium verkündet und ihm in der Verkündigung des Lebens, des Evangeliums, die Taufe gespendet und ihn so in eine neue Existenz gerufen. Deshalb ist er ihm Vater. Das schreibt er auch den Korinthern. Ihr habt nicht viele Väter in Christus. Wir haben hier die inhaltliche Beschreibung geistlicher Vaterschaft, Leben zu erzeugen, Leben zu ermöglichen, Leben zu bewirken, durch die Verkündigung des Evangeliums und durch die Spendung der Sakramente. Das ist geistliche Vaterschaft. Wo das nicht geschieht, haben wir es, und das meint Jesus hier, mit einer Konkurrenzsituation zu tun. Er kritisiert, sie haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Sie maßen sich eine Stellung an, die sie nicht haben. Niemand in der Kirche, weder ein heiliger Vater noch ein normaler Wald- und Wiesenvater, darf sich eine solche Stelle anmaßen. Niemand. Es ist Abbild Gottes, seines erzeugten, erzeugenden, immer wieder neu erzeugenden, lebensschaffenden Wirkens, aber nicht Konkurrenz. Wir könnten das länger ausführen und auch noch diese kleine Kurve machen, dass es deshalb auch keine Gewalt gibt in der Durchsetzung der Vaterschaft. Denn das Gewaltmonopol liegt allein bei Gott, bei niemandem sonst. Da kennt man keine Kompromisse im Neuen Testament. Deshalb ist das Prüfkriterium für die Vaterschaft eben jene Ermöglichung, jene Spendung, jede Erzeugung des eigentlichen Lebens, um das es geht. Und wir könnten es uns besser nicht vorstellen, als Paulus das in der Lesung beschreibt, an die Thessalonicher. Wie eine Mutter habe ich mich um euch gekümmert. Ich bin euch freundlich begegnet. Ich wollte euch teilhaben lassen am Evangelium und an unserem eigenen Leben. Also hier spricht nicht ein amtlicher Funktionär. Hier spricht nicht einer, und dieses Wort hört man ja heute immer wieder klingeln im kirchlichen Bereich, wird mir schon schlecht. Hier spricht keiner zu seinen Klienten, die einen Anspruch haben. Hier im Thessalonicher Brief, wie Paulus immer, spricht ein Vater. Ein geistlicher Vater, einer, der nicht gegen das Wort Jesu und seine Mahnung verstößt, der niemals die Stelle Christi für sich beanspruchen würde, sondern ganz aus ihm lebt, sodass er sagen kann an einer Stelle: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Angewiesen sein, ganz abhängig zu sein von Christus,
Das ist geistliche Vaterschaft, so zu leben. Ihr erinnert euch, wie wir uns geplagt haben. Das könnte man, nachdem wir heute so viel von Kleruskritik hören, auch schon im Alten Testament beim Propheten Malachi, könnte man das, ich vermisse das ein bisschen in der Ausbildungsordnung für die Priester, das wäre ein Inhaltsverzeichnis, oder? Wir haben uns gemüht und geplagt. Wir haben bei Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Und so haben wir das Evangelium verkündet. Also nicht nur mit einem Studium und mit Diplomen und irgendwelchen Graduierungen und dann wird man in eine Gehaltsklasse eingeordnet und kriegt, wenn man nichts Schlimmes tut, aber wenn man leider auch nichts anderes tut, kriegt man bis zu seinem Lebensende, bis zur Pension, kriegt man ein Gehalt überwiesen. Und dann auch noch weiter. Was ist das? Das ist Funktionärskastentum, nichts anderes. Das hat mit Vaterschaft nichts zu tun. Und das ist die Gefährdung. Ich sage nicht, dass das in allen Fällen natürlich zutrifft, aber das ist die Gefährdung, die wir heute haben. Und deshalb bleibt die Kritik Jesu bestehen. Und deshalb kann unser Anliegen nur sein, auch darum zu beten, dass Jesus solche Vaterschaft in seiner Kirche neu erweckt, die nicht gegen sein Verbot verstößt, sondern ganz aus diesem Geist lebt, den Jesus meint und den Paulus eins zu eins übersetzt. Noch einmal, wir sind euch freundlich begegnet. Wie eine Mutter haben wir für euch gesorgt. Wir waren euch zugetan. Wir wollten euch am Evangelium teilhaben lassen. Ihr habt dieses Wort angenommen, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, und deshalb wirkt es in euch. Das heißt, es bringt Leben hervor. Wir sind keinem von euch zu Last gefallen, sondern haben genau dafür und so Tag und Nacht gearbeitet.